Zwergenfürst liest Der Hobnix von A.R.R.R. Roberts. Zweites Kapitel. Gebratenes Hundefleisch. Dampfwolken aus ganz Altspfeife weckten Bingo. Der Rauch verursachte ein Stechen in den Schleimhäuten seiner Nasennebenhöhlen und roch für ihn wie eine Mischung aus versengten Haaren, brennender Baumrinde und schwellendem Gummi. Als der junge Hobnix sich hustend in eine sitzende Position brachte, nahm er undeutlich ganz alt wahr, der träge auf dem Sofa saß. »Guten Morgen, Beutelgrabscher, mein lieber Junge«, sagte der Zauberer freundlich und zog so heftig am Mundstück der Pfeife, dass seine Augäpfel ein Stück in ihre Höhle zurückwichen. »Wie spät ist es?«, fragte Bingo aufgeregt. Noch während er die Worte aussprach, fiel sein Blick auf die Taschenuhr auf dem Kaminsims. Es war ein paar Minuten vor 9. Als er sich die Augen rieb, sah er etwas klarer. Und er erkannte, dass es sich bei den paar Minuten um exakt 50 handelte. 10 nach 8, klagte er. 10 nach 8 am Morgen. Wie ihr sicher wisst, pflegen Hobnixe bis mittags zu schlafen. Eine Gewohnheit, die so tief in ihrer Kultur verwurzelt ist, dass die Behauptung, es gäbe so etwas wie einen Vormittag, für die meisten lediglich eine rein spekulative, bisher noch nicht wissenschaftlich bewiesene Hypothese darstellt. Und ganz alt nickte wissend. »Frisch auf«, meinte er. »Ach, die erste Pfeife des Tages. Die erste ist immer die schönste.« Er nahm noch einen Zug. »Zwerge«, sagte Bingo, indem er unsicher aufstand. »Alkohol, Gras, Halluzination.« Sein Kopf fühlte sich an, als hätte man sein Gehirn schön langsam aus seinen Ohren gedroschen und ungeordnet wieder hineingestopft. »Ja, ja«, erwiderte ganz alt nachsichtig. »Es ist spät, ich weiß, aber Torin hat es einfach nicht übers Herz gebracht, euch zu wecken. Ihr habt so friedlich geschlafen, doch jetzt macht euch lieber auf den Weg. Habt ihr den Brief gelesen?« »Welchen Brief?« »Gut, ich bin froh, dass ihr zumindest den Brief gelesen habt.« Bingo fand den Brief, nachdem er 10 Minuten lang das trostlose Chaos durchsucht hatte, das einst sein Heim gewesen war. Auf feinstem Zwergenpergament, einem dünn geschabten Stein, stand geschrieben: »Hey, Kollege, du hast ja wohl nett schon unsere Vereinbarung vergessen. Hey, Jona, wir treffen uns 9 Uhr morgens in Drachengolf-Taverne bei Ankaipi. Hey, und wenn du dann nett da sein tust, bist du krasser Todfeind von uns Zwerge. Und wir ja gehen dich und machen dich kalt, du Abschaum. Hey, tu nix verlieren Zeit, Mann. Punkt 9, Kollege, weil wir als dann zu unseren großen Suche nach Osten aufbrechen tun und zu Hölle von echt bösen Drachen Schmauch reisen. Fette Zwergengröße, Totorin, König und Co. PS, morgen lässt dir ausrichten, das Ziel von unserer Suche Gold ist. Hey, ehrlich, Mann, Gold. Voll viel Gold und sonst nix, ganz bestimmt nix. Das, was nett mit Gold zu tun hat. Hey, oder? Jagen und kalt machen. Ich? Abschaum? Fragte Bingo stockend. Prächtige Illumination am Haar, nicht wahr? Sagte ganz alt, der dem Hobnix über die Schulter blickte. Das ist ein fliegender Fußball. Und davor steht Kahn, der große Zwergenheld. Werden sie mich tatsächlich umbringen, wenn ich nicht erscheinen sollte? Aber nein, nein, natürlich nicht, ich hörte ganz alt, kopfschüttelnd. Nein, 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 nichts dergleichen. Andererseits, fügte er hinzu, indem er mehr Tabak in seine Pfeife stopfte,
werden sie euch mit Sicherheit umbringen, wenn ihr nicht erscheinen solltet. So sind die Zwergentraditionen. Wisst ihr, Pünktlichkeit, erklärte er. Und diese bescheuerten Goldketten. In wilder Panik floh Bingo aus dem Wohnzimmer, stieg über die Trümmer seiner immer noch klopfenden Tür und hastete so schnell ihn seine wunden Füße trugen in Richtung Amkaipi. Eine Minute vor Ablauf des Ultimatums erreichte er keuchend die Drachengolf-Taverne und umklammerte wie klar seine schmerzenden Füße. Die Zwerge warteten bereits unter dem bemalten Wirtshausschild auf ihn. Dass ein Drachen in Golfhosen bei dem Versuch zeigte, den Ball einzulochen, während im Hintergrund ein Salamander zu sehen war. »Hey, grad noch so geschafft, Mann«, begrüßte ihn Mori, als die Turmuhr zur vollen Stunde schlug. Oder besser gesagt, ein dumpfes Klonk von sich gab, was sie zu jeder Stunde tat. Seitdem ein gelangweilter Hobnix halbstarker die Glocke gestohlen hatte. Auf der Stelle schulterten die Zwerge ihre Bündel und brachen zu ihrer großen Suche auf, während Bingo jammernd hinter ihnen herumpelte. Sie unterbrachen ihre Reise in Ubenone, wo sie ein Lasttier namens Klepper kauften. Der Name war, wie der Händler, der ehrliche Anton versicherte, witzig gemeint und sollte ironisch auf den stattlichen Leibesumfang und den ausgezeichneten Gesundheitszustand des Tieres anspielen. Es würde man einen richtigen, fetten Kerl, der John heißt, Little John nennen. Versteht ihr? Hatte der ehrliche Anton gesagt. Weder Bingo noch die Zwerge verstanden es, schauten sich jedoch ihre Unwissenheit einzugestehen. Keiner von ihnen besaß sonderlich viel Erfahrung, was Ponys betraf. So glaubten sie dem Händler, als er ihnen erklärte, die unter dem Fell hervorstehenden rippenähnlichen Gebilde rund um den Rumpf des Tieres seien ein Schutzmechanismus gegen Raubfeinde, ähnlich wie bei einem Gürteltier. Man staunt doch immer wieder über Mutter Natur und ihre Tricks und Kniffe, fügte der ehrliche Anton hinzu, während er zufrieden das Geld der Reisenden einsteckte. Nachdem ihre sämtlichen Vorräte auf das traurige Lasttier gepackt waren, brach die Gesellschaft wieder gen Osten auf und wanderte über flache Hügel, dramatische Steigungen und zugige Plateaus. Am Mittag des dritten Tages erreichten sie den Wienerwald, wo sie nur langsam vorankamen. Bingo musste alle 30 bis 40 Meter anhalten, um seine Füße auszuruhen. Und die Zwerge ärgerten sich über die Verzögerung. Schließlich hoben Bifi und Bofi den Hobnix hoch und trugen ihn ein Stück. Doch Bingo beschwerte sich lautstark über ihre holprige Gangart und so ließen sie ihn wieder fallen. Die Reisenden überquerten den Nils, einen Fluss, der nach einem der berühmtesten und legendären Helden der Grafschaften der Kleinen benannt ist. Nils, der kleine, stattliche, geprüfte Flussnamenerfinder. Daraufhin erreichten sie einen weiteren Wald, Tigerwoods, wo gefährliche wilde Tiere in Sandlöchern lauerten und das Kartoffelspiel ursprünglich erfunden worden war. Nach zahlreichen Abenteuern, auf die ich aus Zeitgründen nicht näher eingehen kann, ließen sie diesen bedrohlichen, gleichzeitig aber äußerst gewinnenden Ort hinter sich. Bei Sonnenaufgang des folgenden Tages hatte die Gesellschaft den Wald der hölzernen Bäume erreicht und alle waren erschöpft. Die Zwerge hatten abwechselnd den Hobnix getragen. Mittlerweile war ihnen jedoch der Geduldsfaden gerissen. Sie hatten den Geduldsfaden sogar bereits wieder zusammengeknotet und er war ein zweites Mal gerissen. Unglücklicherweise war ihr kleines Packpferd Klepper das einzige zum Verkauf stehende Pony in ganz oben ohne, das ihnen von Schwindler Toni
dem einzigen Ponybesitzer, ganz oben ohne verkauft worden war. In den Schleimfluss gefallen und ertrunken, wobei es ihre gesamten Vorräte mit sich in die Fluten gerissen hatte. Geblieben war ihnen lediglich ein Kessel, den Uri als Helm trug. Als sie ihr Lager aufschlugen, dämmerte es bereits. Alle hatten Hunger. »Hey, Kollege«, sagte Mori, indem er Bingo mit dem stumpfen Ende des Stiels seine Axt anstupste. »Hol was zu essen. Die Schabkrogen kriegt Hunger.« »Macht ihr Witze?«, fragte Bingo, der damit beschäftigt war, sich die Sohlen seiner schmerzenden Füße mit einem Kampferblatt einzureiben. »Das ist doch jetzt ein Witz, oder?« »Durch die Bäume. Weißt du, da dann man so Feuerschein sehen tun«, erklärte Buffy und deutete auf einen leuchtenden, orangefarbenen Lichtklecks in der Ferne. »Hey, schau, wer das ist, und tu ihnen das Essen klauen, Grabscher. Dafür haben wir dich mitgenommen, hey, oder?« Die anderen Zwerge bekundeten lautstark ihre Zustimmung. Sie taten dies mit Hilfe von Grunzlauten. Knurrten zwei, »Dem ist korrekt!« Einem, »Ja, nach schon, Mann!« Einem, »Hey, oder?« und einem, »Mutter, Beimer!« Letzteres stammte von einem Zwerg, der schon eingeschlafen war, so dass der Ausruf wahrscheinlich nichts mit der Sache direkt zu tun hatte. Bingo war zu müde, um zu diskutieren, und so kroch er durch die dichten Bäume des Waldes, immer auf den Schein des Lagerfeuers zu. Er biss die Zähne zusammen, um etwaige Schmerzensbekundungen zu unterdrücken. Bald schon erreichte er unter minimalem Ästeknacken, Rascheln, Geschrei am Boden, nistender Vögel, Sottowurzel, Aunas und dergleichen mehr den Rand einer kleinen Lichtung. Von hier aus hatte er freien Blick auf diejenigen, die sich an besagtem Lagerfeuer auf besagter Lichtung wärmten. Trolle. Viel kolossale, riesige, steinerne Trolle. Genug, um sich selbst den tapfersten Obelix ein flaues Gefühl in der Magengegend zu verursachen. Sie saßen im Kreis und brieten drei Hunde über dem offenen Feuer. »Hm«, sagte der Troll, der am nächsten saß, und fuhr sich mit einer gewaltigen, steinernen Zunge über die Lippen. »Wieder einmal ungebraten, Seth Born. Ungebraten magst du es, Pass, Bertrand«, sagte ein zweiter Troll. »In der Tat, Pierre«, stimmte Bertrand ihm zu, nahm einen der Kadaver vom Feuer, die an hölzernen Spießen über den Flammen brutzelten und zischten, und biss genüsslich in die Flanke. »Trolle sind, wie ihr wisst, furchterregende Geschöpfe. Es ist etliche Jahre her, seitdem die ihren ursprünglichen Wohnraum verließen und mit ihrer traditionellen Ernährungsweise brachen. Sie essen nicht mehr ausschließlich Weinbergschnecken und Froschschenkel, um auf der Suche nach dem freieren Entfaltungsmöglichkeiten und dem schnelleren Geld durch die Gegend zu streifen. Trolle sind natürlich riesengroß. 1,80 Meter ist keine Seltenheit. Und manche werden bis zu 1,85 Meter halb groß. Und die Ausnahme ihrer einzelnen Körperteile sind dementsprechend. Sie haben Bäuche wie Felsbrocken, Arme wie Wurzeln riesiger Eichen. Und ihr Kopf sieht aus der Ferne aus, als befände sich eine Baskenmütze drauf. Bis man näher kommt und sieht, dass es eben bloß ihre Kopfform ist. Als reine Naturwesen wuchert Trollen trottelige Moos auf der Brust, Armen und Beinen außerhalb spießen ihnen Bartstuppel in Form von Dornen am Kinn. Die Schädeldecken sind jedoch glatt wie polierter Stein. Ihre Augen sind rot wie Granate und die Brauen ragen bedrohlich und äußerst buschig hervor. Eigentlich mehr als buschig. Im Grunde sind es regelrechte Hecken, die ihnen da auf der Stirn wachsen. Die speziellen Trolle, denen Bilbo nun begegnete, waren
in der Hoffnung aus den Bergen gekommen, mit den Fuhrmännern und den Bauern aus dem Nordwesten ins Geschäft zu kommen. Sie trugen die traditionellen Tracht ihres Volkes. Spitzen, Unterwäsche, Strapse, Strümpfe aus demselben Maschendraht, aus dem andere Leute Zäune herstellen. Kurze rote Flatterröcke aus Seide und unverschämt knappe, tief ausgeschnittene Oberteile von S. Trolliver. Ebenfalls in Rot. Bertrand hatte sein Outfit mit Hilfe eines schicken Seidenstäbchens um den Hals eine persönliche Note verliehen. Französ. Der größte der vier trug flache Schuhe, während die übrigen Stein-Stiletto-Schuhe von Mantrollo Blanik anhatten. Pierre trug bis zu den Ellbogen reichende Handschuhe, die einst jungfräulich weiß gewesen waren. Mittlerweile hatten sie sich jedoch zu einem schmutzigen Rosa verfärbt, da er sie zu oft mit Menschenblut daran in die Wäsche gegeben hatte. Der vierte in der Runde, Jean-Paul. Er hatte ein Faible für Make-up. Seine winzigen, funkelnden Augen wurden von vier dicken, miteinander verwobenen Wimpernreihen eingerahmt. Die Wimpern sahen aus, als hätte er sich große, grotesk überfütterte Venusfliegenfallen an die niedergeklebt, was er wahrscheinlich auch getan hatte. Bingo hatte seit dem gestrigen Tag keine warme Mahlzeit mehr gegessen, sodass ihm beim Geruch des Hundebratens das Wasser im Mund zusammenlief. Er lugte um einen Baumstamm herum und schlich dann lautlos zum nächsten, um besser sehen zu können. Zwecks Tarnung presste er sich dicht an den Stamm, bevor er einen weiteren vorsichtigen Blick wagte. Zu seinem Unglück war der Baumstamm jedoch gar kein Baumstamm, sondern Pierres Bein. Bevor der Homnix wusste, wie ihm geschah, hing er quiekend um sich tretend in der Luft.